angerufen. Dieser gute Mann da, der irgendwie auch noch sympathisch rüberkommt, also, beziehungsweise sich sympathisch verkauft, aber dann immer so hämisch lacht und so Witze gemacht werden wie, ja, der Matt ist da und der Matthias da oder Roland oder Rudolf, wie der heißt. Hört auf mit eurer Politik, mit Deutsch, mal Deutsch. Ja, ich bin Deutsch, Bruder. 100% Deutsch. Guck mal, Deutsch, blaue Augen so. Komplett Deutsch. Aber ich sag dir nochmal, böse Mann. Frag gemeinsame Leute, die wir kennen, ob ich ein Tamlutscher bin, Deutsch, oder ob ich ein stabiler Deutscher bin. Und mach nicht diese, guck mal, ich habe noch keine Interpretation getroppt. Ihr fordert das aber heraus. Aber auf diese Scheiße da gehe ich einfach nicht ein. Das ist mir zu kindisch. Da ist nichts Neues dabei. Die Beweislage ist immer noch auf meiner Seite. Da ist einfach nur Trash. Ich sage jetzt noch zwei Sachen. Eine Sache zum ersten Sektorogen-Auto und eine Sache zu dem Bösemann Fahrradbeef. Beim Bösemann Fahrradbeef werde ich einfach vor Fahrrads Haustür fahren. So, ob der zu Hause ist oder nicht, ist eigentlich egal. Der muss gar nicht da sein. Erlaubnis habe ich mir schon abgeholt. Und dann werde ich einfach da filmen und euch zeigen, wo der Nachbar wohnt, wo Fahrrad wohnt und wie das da abgelaufen sein könnte und dass das komplett Schwachsinn ist. Mal gucken, ob auch der Hund bellt, hat auch noch keine aufgegriffen. Also es wurde sich dazu, dass wenn Fahrrad die Polizei ruft, er eine Anzeige machen muss auch. Dazu wurde ich gar nicht geäußert. Die Fans schreiben einfach, das ist kein Hausfriedensbruch, doch, es ist Hausfriedensbruch, wenn man irgendwo vor der Tür steht und sagt, ist jemand da? Ist jemand da? Und in die Tür tritt und beim Nachbar ran wird. Das ist ganz klar. Wenn du deswegen die Polizei rufst, was willst du der Polizei sagen? Ja, ich habe euch mal aus Spaß gerufen, falls er zurückkommt. Dann musst du zur Polizei sagen, Hausfriedensbruch. Du musst doch einen Grund haben, die Polizei zu rufen. Wir leben doch hier im Rechtsstaat, was labert ihr denn für eine Scheiße? Solange keine fundamentierten Sachen kommen, weise ich jetzt in der Story, die jetzt hier kommt, darauf hin, dass das erste Technologie